ein Schweineherz eingepflanzt bekommen. Sich am Tag vor der großen Reise verlieben. Eine Villa wollen und ein Fertighaus bekommen. Sich erschießen wollen und den Nachbarn treffen. Operationen machen und dabei den Kopf verlieren. Den Reißverschluss offen lassen. Demokratie exportieren. Kommt nichts mehr raus, ne? Nach Neufundland wollen und nach Neuseeland buchen. Achtung. Das war das geplante Feuerwerk. Entschuldigung. Ja, also herzlich willkommen zu ARK, einer Fehlervereinigung. Was ich heute mache, ich sammle Fehler ein und bastle daraus ein präsentables Objekt. Sie werden es nachher sehen. Geschätzte Fehlerquellen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir uns heute alle hier befinden? Nicht genug, dass Sie sich alle in Rostock auskannten oder die richtigen Stadtpläne besaßen. Freunde, die Sie auf diese Veranstaltung hingewiesen haben oder selbst genügend eigenlogistische und neugierige Fähigkeiten besaßen, um im Internet die richtigen Informationen zusammenzutragen und danach die Gabe besaßen, alles Nötige in Bewegung zu übersetzen, um hierher zu kommen. Thank you.
Deshalb ist es kein Wunder, dass es möglich ist, dass man die Kontrolle über seinen Körper verliert, wenn man die Wurzel aus 81 zieht. Startet um 17.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Richtung Atlantik. Die Challenger ist explodiert. Wir stehen vermutlich vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt.
Und was ist der größte Fehler von Rostock? Rostock ist auch ein Fehler, nicht? Gibt es irgendeinen Fehler, den Sie kennen? Was ein anderer nicht akzeptiert. Also der andere definiert, was ein Fehler ist, nicht man selber. Gibt es einen richtigen großen Fehler für Sie, den man machen kann? Unbewusst schon, ja bewusst auch. Zum Beispiel? Bewusst wäre zum Beispiel ein Diebstahl, wäre ein Fehler. Und unbewusst? Und unbewusst, dass man sich so verhält, dass man das hinterher bereut. Haben Sie sich schon mal so verhalten, dass Sie sich bereut haben? Also können Sie sich an etwas erinnern? Ja, könnte sein. Was war das? Das ist manchmal im Umgang mit der Verwandtschaft. Ich lasse mich gerne von jungen Männern ansprechen. Ja, was ist denn? Keine Ahnung, warum ich schlafe? Ich weiß nicht. Ich kann schon nicht sehen. Und wenn du jetzt wieder fragst, was war das erste?